Hallo und herzlich willkommen zu Folge 81 an diesem Freitag, den 18. 10. Ja, so viel Achter, so viel Einser. Das ist ja unglaublich. Das freut mein altes, verkümmertes, nicht forciertes Mathematikerherz. Ich habe ein halbes Semester, das ist ein halbes Jahr, also ein Vierteljahr. Mathematik für Naturwissenschaftler mal gehabt. Es war Dieser Ort beeindruckend. bietet eine seltsame Ich habe, um beim Thema zu bleiben, alles vergessen. Götter in deinem Na, Wort vielleicht nicht gebetet. alles. So, apropos Ich vergessen. danke Ich dir, hoffe, Vater. Belina hat das Verschen nicht vergessen, das wir hier aufsagen müssen. Ein Grund, um zu speichern. Nicht, dass es hier irgendetwas erleichtern würde, aber die Hoffnung stirbt zuletzt, nicht wahr? 25.10. WTF. Naja, bald ist Weihnachten, Leute. Habt ihr schon Lebkuchen gegessen? Ja, meine Sprechblase. Unser Tränkestand ist niedrig. Es könnte schwierig werden. Wir werden ihn trotzdem ansprechen. Was willst du? Ich will nichts auf bald. Quano ist vielleicht auch nicht Ja? der Richtige, um ihn anzusprechen. Ardo. Was willst du? Was du wolle. Ich will vorbei, wenn's recht ist. Passieren darf nur, wer den Sternenvers kennt. So ein Zufall. Wobei, mit Sternenstaub und Sternenregen, eigentlich wäre Quano vielleicht auch der Richtige gewesen, um ihn anzusprechen. Mit Sternen kennt er sich ja offensichtlich aus, der Fexjunge. Natürlich kenne ich den Sternenvers. Jetzt wollen wir mal hoffen, dass die alte Elfe sich richtig erinnert, sonst haben wir ein Problem. Ich bin der Quell des Seins. Ich bin der Ursprung. Mein Wesen ist geeint und doch geteilt in drei. Oh nein, jetzt müssen wir uns tatsächlich erinnern. Ich habe doch eine Schnittphase und ein bisschen Essen dazwischen. Tut mir leid, kann ich trotzdem vorbei. Leben, Tod und Schicksal, ewig wiedereinander strebend, bis der Kreis durchbrochen durch des Gesandten Hand. Tatsächlich. Der Sternenvers. Komm mit. Wir sind gesandt. Und wir kommen mit. Es ist ja nett, dass wir nicht eine Aufnahme, also so ein Multiple-Choice-Ding hatten mit ganz viel verschiedenen Wörtern. Ha, das wäre was geworden. Entschuldigt kurz, wir dekorieren um. Und auch hier. Wir sind gleich da. So. Weiter kann ich dich nicht geleiten. Nein. Und nun soll ich den Vers noch einmal aufsagen? Um fürs Willen, nein! Im Grunde beginnt eure Reise erst. Nur endet ihr dummerweise die Domäne unseres trägen, felsigen Freundes. Wenn ihr also wirklich durch das Portal des Drachen wollt, braucht ihr die 6 Kristallsphären. Na klar. Wahrer der Vergänglichkeit. Sie sind sozusagen der Schlüssel und befinden sich nun mal in meiner Domäne. Aber keine Angst, Ach, wie unhöflich. Ich habe mich gar nicht vorgestellt. Ich bin der Bewahrer der Vergänglichkeit. Freut mich, euch zu treffen, Djinnartige Gestalt. Bewahrer der Vergänglichkeit, ist das nicht ein Widerspruch? Sehr gut. Durchaus. Aber ist das so bemerkenswert? Ist der Widerspruch nicht die Quintessenz des Seins? Und wenn man gerne existiert, sollte man sich dann nicht an jedem Widerspruch erfreuen? Auf jeden Fall, da bin ich ganz deiner Meinung. Nein, ich verabscheue Widersprüche und dein Geplapper. Die sind ja ein bisschen wie Forkrim und Guano, nur als Wächter. So? Und warum widersprichst du mir dann? Ach, überlassen wir den sturen Klotz seinem Trübsal und wenden uns dem Wichtigen zu.
Zum Beispiel den zahlreichen Gefahren, die ihr bestimmt spielend meistern werdet. Kommt! Ja. Ja, okay. Eines solltet ihr noch wissen, auch wenn dies meine Domäne ist, kann ich euch nur den Weg zeigen. Im Kampf kann ich euch nicht helfen. Okay. Ich würde sagen, jeder Raum ein Treffer. Ne? Das heißt, wir werden jetzt eine Weile lang uns mit diesen Dingen hier beschäftigen. Ich würde sagen, und dann gucken wir, was der erste Raum für uns bereithält. Vielleicht ein paar Truhen zum Zerschlagen. Eine Tür, durch die wir sicher noch nicht kommen. Aha, Moment. Ach ja, doch, er hat den ja. Ring jetzt ja, ne? Ja. Apropos, wie ist denn dein Fallenentschärfungsskill? Weil das hat doch sonst, glaube ich, immer Fyrus gemacht, oder? Schlösser knacken, Fallen entschärfen, beides sehr hoch. Okay. Reicht vielleicht fürs Erste. Ist gut, dass wir diesen Ring bekommen haben. Da leuchtet das grün. Ah ja, da buddeln Dinge. Durch das Unterreich. Ein Landhai vielleicht? Nein. Es sieht nur aus wie ein paar Skarabäen, die wir hier erspähen. Ah, wie es da verführerisch glitzert. Was ist das? Hm. Die Map ist ziemlich groß. So, Berliner, du bleibst ja mal hier stehen. Es ist so ungut rot. Hier. Los! Oha. Ist das hier ein neumodischer Backofen? Ja. Eine Speerfalle. Ja. Beeil mich. Und ja. Los! Ja, ja, ja. Ändert sich hier auch die Temperatur? Oder hat die Farbe vielleicht etwas mit den Dingen zu tun, die wir hier in dieser Truhe finden werden? Kerzenschimmer zum Beispiel. Das ist natürlich. Wow. Nimm mit. Du hast es dir verdient, diese Knochen sind dein. Und dieser Fussel. Schon da. Auf! So ändert sich hier die Farbe. So. Das ist doch sehr verdächtig. Auf geht's. Unterwegs. Wieso blinkt das Tagebuch? Der vermisste Magierlehrling? Nein, das ist es nicht. Geschlossen. Eine Wache in Bedrängnis. Nein. Der wahlwütige Geist? Nein. Ja, das Schicksal des Hochkönigs wahrscheinlich deswegen. Das war zweites Sphärenriss, hat mich zurück an den Ort geführt, an dem Filiasen zurückgeblieben ist. Und doch scheinen die Dinge verändert. Ja, das wissen wir. Hat Mayana wirklich etwas damit zu tun, wie Tarkath andeutete? Ich glaube, Tarkath ist er. Ich muss es herausfinden. Ja, okay, das hat uns jetzt nicht so viel gebracht. Die Hallen des Vergessens. Ach das. Ich bin Filiason durch das Portal der Rose gefolgt. Doch wie das Löwentor sieht dieser Ort nicht aus. Er strahlt eine Art von Verzweiflung und Traurigkeit aus, wie ich sie zuvor noch nie empfunden habe. Ich muss schnell herausfinden, wo ich bin. Das haben wir ja schon bereits. Schon da. Irgendwelche Kristallschlüssel müssen wir finden. Liegt hier ein Skelett? Ja. Können wir etwas damit machen? Nein. Aber hatten wir jetzt schon? Okay, dann ist das nur so ein Nebenraum gewesen. Wir speichern einmal und das Licht hat sich halt geändert. Was nicht heißt, dass wir damit unbedingt weiterkommen. Leute, seid ihr da? Ja, okay. Gut, sehr gut.
Bedina geht jetzt nach hinten. Ach, wir gehen jetzt mal alle den Gang hoch. Damit wir nicht in die Verlegenheit kommen, in die Falle zu rennen. So, Leute, ihr kennt das Spiel. Wir konzentrieren uns alle auf einen. Angriff! Ja. Komm, komm! Mal Sternenstaub, bitte. Ja. Für den Kaiser! Und du konzentrierst dich mal aufs Heilen. Erst einmal, wer hat am meisten Leben verloren vorkommt. Was machen die denn bitte, die Scheiß-Garibien? Okay, als nächstes. Wie viel Leben haben die? 36. Eigentlich jetzt nicht so pralle viel, aber es reicht. Na? Es reicht, um weh zu tun. Ja. So, dann dem dann noch ein Stern links reingedrückt. Stern. So, ja. Gut, der ist wieder voll. Das heißt Belina. Als nächstes wieder Forgrim. Ja. Und du hältst dich mal ganz kurz raus. Aus dem Thema. So, Leute, einmal auf den, der hinter Dingens her ist. Okay. Gut. Als nächstes ist Kuano dran. Ja. Wir haben noch zwei neben uns, ne? Ich weiß nicht, ob mir das gefällt. Befreiungsschlag, bitte. Ja. Bei meiner Treu! Ja. Und wenn wir nicht damit heilen beschäftigt sind, dann kommen wir vielleicht auch weiter. Wo sind wir? Offenbar. Alles verloren. Krass, okay, was sind das für Gegner? Vielleicht hätten wir doch mal leveln sollen. Weich. Boah. Wie viel Schaden haben wir nicht gemacht? Das ist schon krass. Okay, waren wir nicht schnell genug? Er macht halt keinen Schaden, ne? Die Frage ist, wie machen wir Schaden? Wir können wahrscheinlich Schaden machen. Was? Aber wir haben nur eine begrenzte Anzahl an Zaubern. Angriff! Ja. Was ist denn bitte scharfe Scheren nicht immer... Was? Bringt mit seinen scharfen Scheren nicht immer nur Glück. Das habe ich gemerkt. Ja, krass. Okay, wir laden einmal. So, wir bereiten uns ein bisschen besser vor, soweit es geht. Kann ich das auf mehrere Leute zaubern? Oder wenn es einer hat, verfliegt das dann? Nee, okay. Das geht sehr schnell wieder weg. So, Forgrim. Es geht los. Wohin? Es geht los. So. Auf. Ich gehe schon mal. Es geht los. Da schön jetzt. Hinter mir bleiben. Jetzt kommen sie. Dann mal los. Rennen, laufen, mein Leben. So. Jetzt haben wir ein bisschen Zeit, bis die da unten kommen. Und hoffen mal, dass das ausreicht. Einmal Glitzerstaub auf uns. Donnerkeil auf den. Ja. Und du haust den einfach. Was für den Kaiser! Und dann wollen wir mal gucken. Du auch. Bei auf den. Spart. Wir müssen was? Wieder koordiniert vorgehen. Und Stück für Stück Gefahr aus dem Weg räumen. Die machen halt zum Teil keinen Schaden. Und dafür machen die Käfer ganz schön Schaden. Es ist halt die Frage, sind wir hierfür eigentlich zu unterlevelig? Mhm.
Ja, der hat schon zwei Knochenbrüche, ist ja krass. Hua! Wie gesagt, Fulminictus. Okay, Fulminictus ist schon am Start. Na? Vier Abenteuerpunkte geben die halt nur. Das heißt eigentlich, müssten die in unserer Liga spielen. Aber wir offensichtlich nicht in ihrer. Okay. Also Ardo wird hoffentlich gleich geheilt von uns. Was? Dann zusammenhalten! Diesen was? Käfer. Oh nee, Ardo hat das gar nicht so nötig, wie jetzt zum Beispiel Fogrim. Wer hat noch mal diesen einen Heiltrank noch? Ardo. Hier, Fogrim, gönn dir mal. Und wir heilen währenddessen Ardo. Ja. Und Quano buttert mal noch ein paar Sterne in den da rein. Sterne. Ja. Oh. Hier hat sich geheilt, sehr gut. Und wir sind beim letzten Stückchen, um Ardo zu heilen. Okay. Ja. Und umschlagen. Bei Angriff Schwert! Ja. Ja! So, du hilfst jetzt damit. Oha. So, wir versuchen mal, ob wir den Zwerg erhalten können. Der wird halt dauernd getroffen, ne? Von diesen Viechern. Gut. Wir machen überhaupt gar keinen Schaden bei dem. Okay. Das heißt, wir müssen jetzt Schaden reindrücken. Ja, sehr gut. Mhm. Für den Kaiser! Mehr. Oh oh. Ja. So, ja. Lauf mal nach da. Auf, auf. Falls du kannst. Und los. Und dann haust du dem noch einen Sterndings rein und wir hauen dem nächsten schon mal einen Fulminictus rein. Ja, ja, ja. So sieht das doch aus. Und aktuell können wir nur zuhauen. Das war knapp. Das war richtig knapp. Und dabei haben wir uns einigermaßen taktisch gut aufgestellt. Und wir spielen nur auf normal. Ich bin immer noch froh über die 50.000 einfachen Verbände. Tödliche kritische Wunde. Dann heilen wir noch Ardos Wunde. Ich werde nie wieder beheilt über misslungen. Berliner. Ich werde nie wieder über Heilverbände lästern. Nie wieder. Viermal Chitin. Noch mehr Chitin. Dann ist der auch noch häutbar. Und wir sind schon bei 22. Wieso hat ein Käfer nur ein Chitin und einer plötzlich 6? Das verstehe ich nicht. Ist das ein besonders großer, gemeiner Käfer gewesen? Hm. Kann man sich den Skarabäuskopf als Helm aufsetzen? Und eigentlich will ich das gar nicht wissen. Gut, wow. Das sind die wirklichen Herausforderungen in diesem Dungeon. Kleine süße Käfer. Andere Leute hängen sich sowas um den Hals für Glück. Wie gesagt, wie das Spiel schon sagte, mit den Scheren bringen sie nicht nur Glück. Uns haben sie fast den Tod gebracht. Bin gespannt, was uns hier noch so erwartet und ob wir voll aufs Maul bekommen. Wie gesagt, aber 40, nee, Quatsch, 4 oder wie viel waren das? Auf jeden Fall Abenteuerpunkte. Von den Abenteuerpunkten her sind wir hier eigentlich genau richtig und müssen halt wahrscheinlich einfach nur aufpassen. Gut. Viele Käfer, keine Kapern, wir sehen uns. Was? Keine Kapern? Sie wollen ein Delikatessgeschäft sein? Dass ich nicht lache!